Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pay-Per-View-Vorschau zu Elimination Chamber oder hier in Deutschland sagt man auch WWE No Escape. Ich mache hier das WWE World Heavyweight Titelkampf zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose. Ihr wundert euch bestimmt den Entrance, keine Sorge, es ist noch der Shield Entrance von, ja, damals kann man sagen, ja. Weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Shield Split drin war und die ganzen Sachen. Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn ihr jetzt woanders rauskommt, wenn ihr nicht wusst, wer gespielt war. Aber ich denke, die meisten kennen gespielt. Noch was, bevor ich zum Match erwähne, und zwar habe ich noch eine neue Aufnahmetechnik, die ihr vielleicht jetzt nicht ganz erkennt. Und zwar war es so früher. Das, ich erzähle das wahrscheinlich in der nächsten Exhibition-Folge irgendwann mal. Ich denke mal, hier jetzt ist es nämlich passend. Und zwar habe ich wenigstens eine neue Aufnahmetechnik. Könnt ihr mal gucken, ob ihr es gut findet oder nicht. Was das genau ist, werde ich mal in der nächsten oder übernächsten Mal erzählen, was es genau ich damit meine. Auf jeden Fall das WWE World Heavyweight Championship Match. Machen wir als Vorschau. Ich tippe hier auf obwohl wenig am Ende tippe, tippe ich am Ende. Okay, das hat tatsächlich ganz gepasst. Und zwar, wie kam es eigentlich zu diesem Match? Und zwar gab es das Match bei Payback, und zwar dieses Fatal 4-Way Match zwischen Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns und Randy Orton. Seth Rollins hat sich ja letztendlich durchgesetzt nach einem Pedigree, der meiner Meinung nach sehr schlecht ausgeführt war. Und Dean Ambrose hat dann gesagt zu Seth Rollins, ja, ich habe dich ja einmal bei Monday Night Raw besiegt. Ich gebe dir ein Rematch, aber du musst den Titel aufs Spiel setzen. Rollins natürlich nein. Na da wieder. Dann hat Ambrose natürlich gesagt, ich will natürlich einen Titelkampf. Dann hat Seth Rollins natürlich geweigert, dann gab es einen Brawl und dann lag Seth Rollins mit dem Kopf auf Zementblöcken. Und Dean Ambrose hat den Stuhl auf den Rücken geschlagen, hat gedroht, ich werde ihn, ja, zerstören quasi. Und hat Stephanie McMahon so quasi die mündliche Zusage gemacht, dass er den Titelkampf gibt, wenn er ihn loslässt. Er hat es scheinbar gemacht und hat auch den Titelkampf bekommen, mündlich. Dann gab es bei der Raw ja, halt, dass er zwar eine mündliche Zusage hat, aber es noch schriftlich braucht und er hat bis zum Ende der Showzeit den Vertrag zu unterzeichnen. Dean Ambrose wurde ja auch zwischenzeitlich verhaftet, weil er ja an einem Brawl beteiligt war, storymäßig natürlich, wo Seth Rollins ja den Kameramann geschubst hat und dann zu Dean Ambrose aus Reflex geschlagen hat, aber zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, hat man noch nicht gesehen, dass Seth Rollins war. Später hat man es gesehen, er wurde natürlich entlassen, hat dann noch eine Aktion gemacht, wo er mit Polizeigelände kam, hat Polizeiwagen, fand ich auch noch richtig geil an sich. Und ja, das war so ziemlich, dann prügelte sich, dann hat, ja, haben sich geprügelt, dann hat Dean Ambrose den Vertrag unterzeichnet, das heißt, der Titelkampf findet statt. Ja. Und das finde ich auch wieder schön, dass die beiden wieder sich aufeinandertreffen. Das letzte Match bei einem Pay-Per-View gab es zuletzt bei Hell in a Cell 2014 mit dem Hell in a Cell, was ich sehr, sehr gut fand, meiner Meinung nach. Auch mit diesem Ende da, mit dem Bray Wyatt Return, das war auch so ein Schocker-Moment für mich, wo ich auch ich glaube, 2-3 Tage überlegt habe, fand ich das Ende jetzt geil oder fand ich es scheiße? Nachhinein gesehen fand ich es eigentlich ganz geil, muss ich sagen, also, na, hat er gut gemacht. So, ich bin Dean Ambrose, nur so, falls sich jemand wundert. So. Gut, und, oh, Seth Rollins. Uiuiui, was für ein Bump von Dean Ambrose, dieser crazy man, ey. Oh my god, he is broken down. Naja, okay. Reden wir weiter über das Match. Ja, die haben halt eine lange History, die waren halt bei The Shield zusammen. Dann gab es ja diesen Turn da. Über dieses Thema habe ich ja schon mal in der Exhibition gesprochen, deswegen will ich jetzt nicht hier ganz ausatmen. Ich muss sagen, das Match meiner Meinung nach wird sehr gut. Klar, Dean Ambrose ist ein richtig guter Wrestler, Seth Rollins ein richtig guter Wrestler, also das Match wird gut, sage ich euch Leute. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Match hält. Wen ihr auch tippt, wer gewinnen soll, könnt ihr auch gerne in die Kommentare tippen. Wer soll gewinnen, wer nicht, schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. So. Und ich mache hier weiter mal Seth Rollins fertig. Ich will wissen, wie geht die noch diese Clothesline? Ermüdet an den Seilen. Okay.
Okay, versuchen wir es nachher mal. So. Ach, ich bin ja rechts. Oh Mann, ich habe immer auf links geachtet. So, warum steigert sich nicht? Aber ich bin ja links. So. Ja. Und Roman Reigns war ja eigentlich so ziemlich, man muss sagen, im Ganzen eine Fehde eigentlich auch beteiligt. Also er war halt der Buddy von Dean Ambrose und war auch dabei. Mich interessiert auch mal, was für eine Rolle wird er in diesem Match spielen? Also wird er überhaupt eine Rolle spielen? Wird er sich komplett raushalten? Das ist die Frage. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wenn ich ganz ehrlich bin, ob Roman Reigns wirklich eine Rolle spielt oder nicht. Ich denke schon, nur ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was für eine Rolle. Scheiße, jetzt wollte ich eigentlich greifen und den Closer ausführen. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich den Closer ausführen will? Ja gut, das habe ich. Aber, ja gut. So. Gut. Schön, Nightbreaker von Seth Rollins, da habe ich gelb angeschwächt. Jawohl. So. Jawohl, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. So, und jetzt. Bam. Und Clothesline. Aber schade, dass er die nicht so geil sellen kann. Also, wer es nicht weiß, die Seth Rollins Clotheslines, also wenn Seth Rollins Clotheslines sells, sehen die richtig geil aus. Bevor noch bei so einem Clothesline. Also, ich mag diesen Move. Muss ich sagen, aber er zeigt ihn irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen zu oft. Er soll ein bisschen, ja, limitieren, meiner nach. Und dann der alte Dirty Deeds! Dirty Deeds von Dean Ambrose. Und jetzt das Cover. Und jetzt. One, two, und kick out! What? How the hell is doing that? Oh my god! Und jetzt ein anderer Dirty Deeds in einem DDT. Naja, das war schlecht. Na gut, also die Frage ist bei Roman Reigns, wird er Dean Ambrose helfen zum Titel und dabei Face bleiben, oder wird er gegen Dean Ambrose angreifen und Heel turnen? Und das glaube ich irgendwie nicht, dass der jetzt Heel turnen, wenn er wirklich das Top Face der Company sein soll. Und ich bin mir auch nicht sicher. Okay, natürlich wird ihm Heel-Turn gut tun. Nur die Frage ist, warum? Weil irgendwie würde ich doch nicht ganz nachvollziehen können, weil Seth Rollins hat ja immerhin seinen WrestleMania-Moment geklaut. Und sowas vergisst man ja eigentlich ja nicht. Also Storyline-mäßig natürlich, ne? Und deswegen würde ich an den Roman Reigns Heel-Turn, wenn er es anders gekommen wäre, wenn er jetzt bei WrestleMania jetzt geturnt wäre mit Paul Heyman und so, dann wäre es natürlich was anderes. Aber wäre jetzt zum Beispiel jetzt hier gegen Seth Rollins, ja, würde ich unlogisch finden. Außer er würde sich jetzt auch einfach so verkaufen, aber das glaube ich. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube es irgendwie nicht, dass der jetzt wirklich heel turnt. Oder kann ja sein, dass Dean Ambrose oder dass Roman Reigns kommt. Wollte Dean Ambrose helfen, gibt versehentlich einen Superman-Punch gegen Dean Ambrose. Versehentlich. Er wollte es nicht tun, er macht es versehentlich. Sowas in der Art. Und dann, ja, Seth Rollins gewinnt dann so. Also, ich gebe jetzt meinen Tipp. Ich glaube nicht, dass Dean Ambrose den Titel gewinnt, weil ich glaube, dass er den Money in den Bankkoffer gewinnt und später vielleicht auch den Royal Rumble da, weil man plant ja eventuell das Shield Triple Threat Match, was ich auf jeden Fall sehen will. Also dieses Shield Payoff, vor allem um den WWE-Titel und so weiter, das wäre einfach geil. Das wäre wirklich geil. Und das wünsche ich mir auch. Sage ich euch ganz ehrlich. Und ja. So. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ah ja, okay, komm. Ich schwäche ihn einfach nur, ich schwäche ihn einfach nur. So. Gut. Und jetzt der zweite Dirty Deeds. Und das war's jetzt. Only one, two, three. Jawohl, wir haben es geschafft. Seth Rollins besiegt und wir sind WWE World Heavyweight Champion. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass Seth Rollins den Titel verliert. Ich glaube, er verteidigt den Titel erneut. Er wird wahrscheinlich wieder via Pedigree gewinnen, was ich natürlich, ja gut,
Reden wir lieber nicht darüber. Aber naja. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann den Curbstomp wieder zu sehen. Aber man muss abwarten, wie es damit weiterläuft. Er hat ja im Interview gesagt, dass er den Pedigree Fodder nutzen will und beim Curbstomp niemals nie sagen sollte. Das habe ich soweit im Interview verstanden. Wie gesagt, ich glaube, dass Seth Rollins gewinnt. Dean Ambrose vielleicht den Money in the Bank Contract holt und ja, Royal Rumble gewinnt oder sowas. Oder vielleicht, also ich kann mir so vorstellen, dass eventuell so geplant ist für den Shield Freeway, kann ich auch mal kurz erwähnen. Dean Ambrose Money in the Bank Contract. Seth Rollins bleibt eventuell so lange Champion. Roman Reigns gewinnt erneut den Rumble. Und dann bei Fastlane 2016 ist nur eine wilde Theorie. Da könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Theorie hältet. Seth Rollins verteidigt den Titel gegen Naut, gegen denjenigen, der beim Royal Rumble eingetreten ist. Sag mal, jetzt einfach John Cena. Einfach nur John Cena jetzt, ne? Dean Ambrose kommt rein, casht ein. Und schon kann man sagen, ja, Seth Rollins hat sein Rückmatch verdient. Dean Ambrose ist der Champion. Und Roman Reigns der Royal Rumble-Sieger. Und so kann man dieses Triple Threat Match gut aufbauen. Wäre ein Ansatzpunkt. Wie man es letztendlich macht, werden wir sehen. Ich hoffe, es wird gut. Und ja, wie gesagt, zum Pay-Per-View zurück. Seth Rollins verteidigt den Titel. Frage ist jetzt, ob er jetzt clean besiegt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwas wird passieren. J&J Security wird leider kommen. Kane wird wahrscheinlich wieder kommen. Leider. Roman Reigns kommt wahrscheinlich auch. Muss mal sehen, wie es kommt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt. Wer wird den WWE World Heavyweight Title mit nach Hause holen? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.